Er hat den Bogen aufgelevelt und sie hat auch die Heugabel aufgelevelt. Ich nehme jetzt das Schwert. Die nimmt mal wieder die Handschuhe und sie nimmt. Ah ne, sie hat noch nicht aufgewertet. Okay, nee, gut. Wieso konnte er jetzt magieren? Ich habe ihm doch alle MP weggenommen, oder nicht? Ich denke, der Zauber macht alle MP des Gegners weg. Oder funktioniert es bei Bossgegnern nicht, oder was? Ist ja sehr merkwürdig alles. Ja, bravo. Aber eine richtige Chance hatte der auch nicht gegen uns. Wir sind schon richtig stark. Speer auf, sehr schön. I can't be defeated by a mere child. Ja, ne, ein Monster zu sein heißt noch lange nicht unbesiegbar zu sein. Okay. Aber eigentlich wollte ich jetzt erstmal speichern, den Part beenden. Der ist doch schon wieder zu lang sonst. Okay, wir wollen nochmal kurz das Buch uns angucken. Ja, okay, hier ist jetzt er. Ich nehme an, das wird die Frau noch sein. Dann werden wir uns die nachher mal angucken. Ja, das ist Sheik. Oder Sheik, oder wie man das ausspricht. Der Anführer der Armee. Jetzt die Monster. Ja, wir haben jetzt alle hier voll. Aber hier haben wir schon wieder einen, der, da fehlen noch wieder welche zwischen. General Quark. Und hier unten ist der. Ja, wie gesagt, alles andere Farben von den Gegnern, die wir natürlich hatten. Chaos, Hexer und hier. Aha. Ach guck mal, hier sind wir auch dabei. Doppelgänger Nummer 1, der hatte Trollschwert. Okay, sie haben ihre normalen Waffen. Also sie hat hier diese Handschuhe. Sieht aus wie so ein Schlagring oder sowas. Sie hat, gut, ist jetzt nicht zu sehen, Boomerang wahrscheinlich oder so. Ja, wahrscheinlich ein Boomerang. Hier haben wir den Typen Egaropilon, okay. Das ist seine wahre Form, na gut. Okay, wir haben noch wie vor uns. Ich weiß gar nicht, ob der finale Boss hier auch einen Eintrag hat. Das sind noch 14. Ich weiß gar nicht, ob es nochmal Doppelgänger geben wird, aber ich weiß, bin mir ziemlich sicher, dass der nochmal kommt und der nochmal kommt. Da bin ich mir relativ sicher. Und die Schlange könnte theoretisch auch nochmal kommen. Die hatten wir auch erst eh mal. Und den Roboter hatten wir auch jetzt einmal. Aber ob die noch auftauchen, weiß ich nicht. Dieser hier wäre möglich. Dieser hier wäre möglich. Und vielleicht. Ja, keine Ahnung. Naja, wir werden es erleben, wenn es soweit ist, nicht wahr, Freunde? Ich denke, ich beende mal den Part jetzt hier. Ah, da geht es noch irgendwo hin. Moment mal. Okay. Will man noch mal kurz einen Blick werfen? Okay, da kommt man wieder raus. Da muss man irgendwas betätigen. Ich meine, man muss hier. Nee, Moment. Da geht's ja nach oben. Ah, hier gibt's eine Abkürzung. Hier wird eine Abkürzung entstehen. Übrigens, vor ein paar Parts, ich weiß gar nicht in welchen das war, in der Höhle, in den Bergen, wo ich gedacht habe, da sieht man nicht, was passiert. Man sieht
natürlich doch im Bild, was passiert. Ich habe das bloß nicht mitgekriegt, dass da zwei solche Säulen rauskommen, wo man die Peitsche benutzen kann. Und ich meine, so etwas wird hier auch passieren. Also hier geht es nach oben und da kommt man von unten. Das heißt, dass man irgendwo noch wieder runter geht und wieder hochkommt. Aber dazu im nächsten Part mehr. Ich werde mir jetzt eine Speicherstelle suchen. Obwohl, nein. Nein, Freunde, anders. Möglicherweise gibt es ja wieder eine Szene zu sehen in den Gasthäusern und die werden wir uns dann gemeinsam jetzt noch eventuell angucken, wenn nötig, falls es eine gibt. Und zwar, ja, wo werde ich denn hingehen? In welches? Ich denke mal, wir werden mal in die Schneeregion gehen. Hier. Da ist das Dorf. Hier ist Tropika. Ne, wo ist das? Hier ist das, Schneeliebendorf. Hier gehen wir mal hin. Gehen wir noch kurz ins Gasthaus und dann werde ich den Part beenden. Ne, hier nicht. Wo ist das Gasthaus? Da auch nicht. Wahrscheinlich da unten, wa? Dann können wir gleich noch den... Wo war denn der nun wieder? Hier? Nee. Oder ne? Ja, ich nehme an, hier werden die Gegner auch schon... Hier müsste der sein. Hier werden die Gegner auch schon relativ schwach inzwischen sein. Ja, es ist kalt. Tatsächlich ist es genau umgedreht. Der Speerorb wird auf die Lanze geschmiedet. Ganz merkwürdig. Haben sie wahrscheinlich irgendwie falsch übersetzt oder falsch. Also hier 6500. Dafür kriegen wir eine Gigaslanze. Aha. Ah, macht doch was her. Gar nicht mal so übel. Ja, wie gesagt, ich hoffe immer noch, ganz ehrlich, Freunde, ich hoffe immer, wir haben noch kein Schwert auf Verpasst, aber zur Not, da werde ich nochmal im Internet nachkommen, ich da irgendwo eine Liste oder sowas finde, die ich eventuell nochmal nachgehe. Okay. One night is 50. Ja, ja, 50 GP. Aha. Ich wusste es doch. What's got you so angry? Lumina! I can't believe a king would exploit an elemental like that! Oh, and here I thought you'd be disappointed that you hadn't thought of a scheme like that first. What kind of jerk do you take me for? I understand wanting your country to prosper, but no one should sacrifice an elemental for their own greed! You're absolutely right. Thank you for your concern. I appreciate the thought. Oh, you don't have to thank us. Sounds like the king took advantage of you. Many have sought to use my powers for their own purposes. Thinking of which, I have a favor to ask. Yes? What could strengthen our bonds better than a dinner party? Don't suppose you could lend us the money? Weren't you just saying it was bad to abuse her power? Hey, this is different. Mammon wasn't asking, he was just taking. She doesn't have to say yes. It's a different kind of greed. Food over gold. I'd hate to see what would happen if you two could use Lumina's powers instead of me. Yeah. Ach ja, okay, eigentlich wollte ich das jetzt nicht, jetzt wird der Part wieder zu lang. Okay, kommt,
Ich habe so oft probiert und es kam nichts. Und jetzt auf einmal geht es wieder los. Das ist doch ganz merkwürdig. Look at the sea. Look at that castle. I can see why it's the pride and joy of Tasnica. The Republic seems like a nice place to live. Better than Pandora. I could move here and be free of my father and that stupid engagement nonsense. So that's why you like it here. I don't know if that's a good idea. What do you mean? There's no way I'm marrying that stupid nobleman's son. That's not what I meant. Then what did you mean? Tasnica and Pandora may be allies, but they might not want you here on account of your bad personality. Oh, come on. I'll show you a bad personality. We've traveled together for this long and you still won't stop fighting? Ja, wir sind halt Mädchen. Was willst du machen? Frauen sind schwierig zu handeln, glaub mir. One night is 50. Aber viel kann es ja nicht sein, wenn wir jetzt schon bei Tan. Was China sind oder wie das heißt. What's with that laugh? Human, do not speak to me so flippantly. I have tamed the forces of darkness. Oh, I see. You can use Shade's power, so now you think you're some great sorcerer? I don't just think it. I am. You had the powers I possess. Mm-hmm. Sure. Oh, come on. At least play along. Ja, sie ist wirklich scheinbar noch ein Kind. Ja, also wenn man sie so reden hört. Sure, didn't I? There was no passion behind it. Ugh, you guys are no fun. Ich frage mich, wie alt sie ungefähr sein könnte. It was probably Shade's snobby tone that got him sealed in the first place. Ich frage mich, wie alt Popoi etwa sein könnte, weil, wie gesagt, man muss davon ausgehen, dass Prim und, wie gesagt, der Held, wissen wir, er ist 18. Und Prim wird auch in etwa in diesem Alter sein. Also sie wird ja noch viel jünger sein. Ich schätze mal vielleicht, keine Ahnung, also... One night is 50 GP. Stay the night? Ihrem Verhalten nach könnte sie doch sogar jünger sein als 10, also... Aber ich denke mal, vielleicht ist sie 10, 12 oder so. That moon palace was out of this world. Okay, der Mondtempel... Space was so... dark. Dark and a little frightening, but also pretty in an ethereal way. Ethereal? Is that a fancy way to say looks like nighttime? It was like the whole sky was spread out around us. How is that not impressive? Impressive, schmessive. You can't eat stars, so what do I care? I never get tired of listening to you guys joking around. Joking? Who's joking? Yeah, whose side are you on anyway? You can't just treat us like entertainment. You have to choose sides. I... Nein, tust nicht. No comment. Genau, das ist die richtige Reaktion darauf. Weil ihr wisst ja alle, die Hölle kennt keinen Rachzug für eine verspähte Frau, also es ist besser, sich nicht für eine festzulegen. Okay. One night is 50. Ich hab jetzt so oft geguckt, ob noch neue Szenen kommen. Nein, die müssen wir alle auf einmal kommen. Noch eine. Ja, ein richtig scheiß langer Part hier.
Jetzt kommt wirklich in willkürlich rein, weil das hätte schon vor langer Zeit kommen können. Ich verstehe das ja nicht. Muss man da in ganz bestimmte Gasthäuser gehen oder was ist das? Yeah, the uninterrupted view from so high was gorgeous. I've never seen anything so thrilling and beautiful. Wait, isn't the view the same when we were riding on Flammy? Flying on Flammy makes all the creatures below us look like ants. It feels fantastic zooming through the air, right? Yeah, but the scenery is different on a mountain instead of on a dragon. Yeah, it's different. I've always had my suspicions, but I think this proves it. Sis, you're afraid of heights. No, I'm not. Then how come you hadn't looked at the view from high up until we got to the mountains? Schicksalsberg. Hey, the wind shear when riding Flammy is too strong. I can't open my eyes without getting grit in them. Really? Well, I guess next time we should ask Sophie to stop the wind for us. That's a silly thing to bother an elemental with. Don't worry about me. I'm right, aren't I? You are scared. I am not. They never miss an opportunity to pick on each other. Ja, es ist keine Schande, Höhenangst zu haben. Also, jeder hat so seine Phobien, oder? Ja, sind halt Frauen, da musst du mit leben, mein Freund. Ja. Meine, aber es ist jetzt okay, die Schande, wenn man Höhenangst hat. Also, ist ja nur nichts Schlimmes. One night is 50. How so? Oh. Scheiße, sag ich, Ursprung ist egal. There's a trick to it, you could say. Yeah? Well, trick is my middle name. Or last name. Whichever. It's certainly different, to say the least. Hehe. I could use some of these moves to prank people. Is that all you think about? I hear that Luna herself is a fan of jokes. Also geht um Selena, huh? Good day to you all. How do you like my magic? Oh, Luna! We were just talking about how curious your magic is compared to others. I see. Many are curious about the light of the moon. My magic reflects that, you could say. You know, Luna doesn't seem like the type to trick people. Ja, das Licht des Mondes ist natürlich eine Reflexion des Sonnenlichts. Der Mond selbst strahlt ja kein Licht aus. You're right. Tricks, you say? Oh, just you wait. I bet you anything she's stronger than she looks. Ja, der Mond ist ein Gestirn, ein Himmelskörper, der, wie gesagt, des Nachts, ja, scheinbar leuchtet, aber es ist natürlich nur die Reflexion des Sonnenlichts, die wir sehen. Und daher ist er sicher für die Menschen für eine große Faszination. Ja, ja. Oh. Let's take a break. There you are. Genau. Oh, der Zwerg, okay. What? Nice to see a familiar face out here. How are the weapons? Everything is in tip-top shape. Thanks for helping us reforge these things. Not a problem. Happy to be of service. You must have a hard time following us around all the time, but we appreciate all your help. Don't worry. Working on all these mana weapons has made me a better blacksmith. Besides, I'm not just here for that. You have another job? Well, I'm supposed to keep an eye on that little runt over there. The elder asked me to check up on them.
Aha. He did? Okay. Aw, that's so sweet. He wants to make sure you're doing okay on your journey. That's no good. Oh, komm schon, Popoi. So nett. There's no shady business I can do if someone's keeping an eye on me. Were you planning something? Gems the brakes. Ja. Oh. Oh Mann, der Part ist wieder fast jetzt eine Stunde oder was, ey. Naja, muss ich wahrscheinlich wieder trennen, das hilft ja alles nicht. Nein, ich will nicht speichern. Ich will jetzt endlich die scheiß Szenen durchballern hier. One night is 50. Ja. Oh, jetzt kommt noch eine. Ich versteh's, ich bin immer zu die Gastseite gegangen. Also, ich habe die 10 nicht abgespielt. Auf einmal kommen sie wieder alle auf einmal, ey. Von Ei. Oh, you mean the videos? Yeah, video. Wouldn't it be cool to have a video of our adventures? If I had a video of me, habt ihr doch jetzt. Ihr braucht nur auf YouTube gehen. Da gibt's 1000 Videos von Secret of Mana Remake. Hey, that's an ancient artifact you're talking about. You can't just use it for pranks. Well, what would you use a video for, then? Isn't it obvious? No. I'd leave a video declaring my eternal love for Diluc. Okay. Thought so. Ja, Diluc ist ja auch immer noch... Steht ja auch immer noch aus. Sein Schicksal. No, it's a noble thing to use video for. Can you think of anything more romantic than a tangible record of our love that would last for generations? In der Tat, da hat sie nicht Unrecht. Even when the world is in dire peril, you two never change. Ja, auch da hat er mit Recht. Ja, ein Beweis der Liebe, der die Jahrhunderte überdauert, ist natürlich eine ganz große Geschichte. Der größte Liebesbeweis... den es gibt auf unserer Welt, ist natürlich das Taj Mahal. Nicht wahr, dass ein indischer, was weiß ich, Sultan oder Maharaja, wie die da heißen, für die große Liebe seines Lebens gebaut hat. Und das auch nach all den Jahrhunderten immer noch unvergänglich verkündet. Nicht wahr? One night is 50 G. Dass Liebe unsterblich ist und so weiter. What's wrong? I'm just remembering getting turned into a Moogle. Oh, I thought maybe your stomach hurt from overeating. Overeating? My stomach ain't that delicate. Back to the Moogle thing. You're right, ja, that it's no fun being so helpless in the middle of battle. I can't stand it. But Moogles are so cute. I don't think I'd mind if you were a Moogle instead of a Sprite. What? Traveling with a Moogle companion does sound fun. You too? No way! Moogles are too clumsy to play tricks on people. That's why you don't like Moogles? Ja, ich weiß gar nicht, ob die Mokris... Aber ich glaube, die müsste es doch damals schon gegeben haben. Gibt's die schon so lange? Ich weiß gar nicht, wo die zum ersten Mal aufgetaucht sind. Weil Mokris sind ja eigentlich aus Final Fantasy eher bekannt, glaube ich. Aber kann auch sein, dass sie hier ihren ersten Auftritt hatten. Ich weiß es nicht. One night is 50 GP. Stay the night? Oh Mann!
Bald ist meine Viewzeit um hier, ey. So far since I left Potos. Ups. Of course you have. Potos is leagues from here. Ich kann das nicht verstehen. Ich bin immer zu in die ganzen Wirtshäuser und so gegangen. Und nie ist eine Szene. Und jetzt kommen hier so viele auf einmal. I don't mean physical distance, really. You took him literally. Shush. I'm really grateful for the village and the elder for taking in an orphan like me. Even if they exiled me in the end. I don't know what to say. You homesick, bro? Not exactly. Just thinking that I've gotten a lot of help along the way to come this far. From you guys, too. We've been through a lot on this journey. And it ain't over yet. Yep, we still have a long way to go. But I'm gonna do my best to protect my village and all the people we've met. Ja, also es werden auf jeden Fall zwei Parts, das kann ich euch schon mal versprechen. Und ich hoffe mal, dass ich die Stunde nicht überschreite, dass wieder hier irgendwo was fehlt, dann raste ich hier total aus. Ganz ehrlich mal, Freunde. Nein. Ich will endlich, dass das vorbei ist hier. One night is 50. Ja, 50 GP. Oder es gibt noch eine Szene. Ich fasse es nicht. Die hat schon längst die ganzen Dinge abspielen können, aber nein. So distracted by the spy, they didn't notice the Chancellor was possessed. Now there's an idea. If we want to get rich quick, we should impersonate a ruler. It figures. What? Don't you want to be rich and powerful? I don't think riches were the Empire's motivation. Ja, das glaube ich auch nicht. I want to live in the lap of luxury. Don't think that's gonna happen. Glaub mir, es gibt bessere Ziele fürs Leben. One day of living like a king. I suppose that sounds fair. I can ask the King of Pandora for you next time we're there. Are you sure that's a good idea? Oh, doch. There's a lot more to being king than having servants. Our overeager friend can learn a thing or two. In der Tat, da hat sie nicht Unrecht. Da hat sie nicht Unrecht. Manche lernen eben erst, wenn sie sich verbrennen, dass das Feuer heiß ist. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt mal irgendwann mal die letzte Szene war. Ich kann es nicht fassen. Ich bin doch so oft zum Speichern gegangen und jetzt kommen eh mal wieder so viele Szenen, ey. Das ist ganz komisch. Oder ob man wirklich in ganz spezielle Wurzeln muss, dass die abgespielt werden oder ich weiß es nicht. Und es kommt noch eine. Guys, we need to talk. It's strange seeing you so serious. What's this about? We've been together for a while now, right? Through thick and thin, three peas in a pod. Well, yeah. I think it's high time we had a heart-to-heart. Just to air out our grievances with each other, you know? That sounds reasonable. What is it you wanted to say? Don't get mad, sis, but... You toss and turn so much, the room rattles. I can barely get any shut-eye. Weil die Szenen sind ja lustig ohne Ende, aber... I object. I don't remember ever snoring. Of course you ja, man hört sich in der Regel auch selbst nicht schnarchen, das ist ja das große Problem dabei. Well, it's a wonder any of us can sleep with all this racket. Das ist ja das große Problem, wenn man sich selber halt dabei
im Grunde nicht hören kann. Ich hoffe mal, dass jetzt der Port nicht über eine Stunde wegen dieses Scheiß jetzt lang wird, ey. Ich kann es nicht glauben, Freund. Ich kann es nicht glauben. Ich bin jedes Mal zum Gast, um die Dinger auszulösen. Aber nein, die ganze Zeit kam nichts. Und jetzt kommen gleich wieder so viele auf einmal. Endlich, Gott sei Dank. Wir haben es endlich geschafft. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt hier. Und wie gesagt, ihr werdet wieder damit leben, dass es ein zweigeteilter Part wird, weil der ist bestimmt knapp eine Stunde lang jetzt, der Part. Und ja, also bis zum nächsten Mal, wenn wir in den Mana-Tempel gehen und gucken, was da so abgeht. Und ja, dann werden wir sehen, wie die Story irgendwann weitergeht. Bis dann, meine Freunde.